Ja, hi. Willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir den Rest der vierten Welt, Warp Room, ich sage es immer wieder, abgeschlossen und den blauen Edelstein sogar ergattert. Wartet. Da ist er. Ist er nicht wunderschön. Und jetzt bleibt uns nur eine Stage offen und das ist natürlich die Boss Stage. Engine. Dann schnapp ihn der Crash. Oder auch nicht. Coco. Bams. Was hat das zu bedeuten? Ja, du bestehst ja echt aus Metall, also. Hi, na? So, wie ballert man mit R1? So, das ist ein sehr interessanter Kampf. Ich glaube, war der schwierigste Kampf im Spiel. So, mit inventierter Steuerung, das wird ja richtig lustig. So, eigentlich müssen wir alles treffen, was hier so gelb leuchtet. Das sind hier fünf Sachen. Einmal in der Mitte, was hier die ganze Zeit Raketen von schießt, hat man jetzt gerade weggesprengt. Und diese oberen Dinger hier, die Raketen von schießen, die knüpfen wir uns als nächstes vor. Und jeweils die zwei MGs. Weil die können wir nur anschießen, während er damit ballert. Das machen wir am Ende, würde ich sagen. Kann ich irgendwie rollen oder so? Nee. Blablabla. Raketen sollte ich besser erschießen, bevor die mich erschießen. So. Nur das Teil, das ist jetzt glaube ich die ganze Zeit offen, oder? Nö. Ja, ich treffe dich, geht nicht. Verdammt. Oh, ich habe noch keinen Kratzer, sehr gut. Okay, ich habe die MG kaputt gemacht, wollte ich nicht. So, jetzt habe ich das kaputt gemacht. So, jetzt muss ich das hier erschießen, während er mich damit anschießt. Sehr gut, 100% kein Kratzer, ausgezeichnet. Also dafür, dass ich das Spiel so lange nicht gezockt habe, stelle ich mich echt gut an. So, das Ding wird, glaube ich, nervig. Was schießt nochmal das Ding ab? Ich glaube, das in der Mitte, ne? Die Dinge, aua! Die sind auch nervig, glaube ich. Jetzt wird es schwieriger. Ich weiß auch, wie ich so viele Probleme früher hatte, ne? Oh mein Gott, so viele Raketen, so viele Raketen, so viel Zeug, das auf mich zufliegt. Das irgendwie keinen Schaden gemacht hat. Okay, sehr gut. Weitermachen. Ich weiß echt nicht, auf was ich hier als erstes schießen soll. Jetzt so viel Zeug, das auf mich zufliegt. Die bieten sich ja gerade so an, die Raketendinger. Ah! Ich habe Dinge in der Mitte schon erledigt. Schon lange nichts mehr gekommen. Keine Ahnung. Oh nein. Oh Mann, mach das mal. Ja, die Kämpfe gegen Engine sind immer richtig gut. Also immer zwei, alle zwei. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. So, sehr gut. Aber letztes Mal gegen Engine gekämpft. Insanity. Keine Ahnung. Da war jetzt nicht direkt ein Kampf, das war so ein Tutorial-Kampf. Aber ich möchte da niemanden hier spoilern. Der viel mehr weiß als ich. So, noch zwei Dinger. Ich würde sagen, was würde ich Engine? Genau gesagt jetzt. Ha, sehr gut. Oh, doch, nochmal. Fruchtbazooka, um Früchte auf Ziel zu feuern, drücke L2, um Waffe zu heben, Ziel mit Richtungstaste, drücke Kreis, um zu feuern. Mein Gott, was für eine Erklärung. Ja. Wir haben eine Fruchtbazooka. Warum? Lustig, wie sich die Geschichte wiederholt. Und wieder konnte Engine dich nicht schlagen. Finde ich auch. Oh, mein armer Kopf. Zur Zeit bin ich einfach nicht ich selbst. Das Ende ist nah. Sammle noch fünf Kristalle und wieder durchkreuzt du meine Pläne. Oder auch nicht. Okay. Keine Ahnung, ich hab nicht so direkt zugehört, weil er gesagt hat, ich
habe mich irgendwie die ganze Zeit auf das N auf seiner Stirn konzentriert und habe mich gefragt, welches Material das ist. Ja, warum auch nicht? Haben wir das von auch Prozent bekommen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent ich vorher hatte. So, und wir sind schon im letzten Warp-Room. Yay! Eieiei. Was haben wir denn hier? Ich würde erstmal gerne hier nachgucken. Oh, da haben wir ja was Schönes. Da haben wir den grünen Edelstein. Da haben wir eine Fluglevel. Und da haben wir Backlight. Okay. Na gut, dann. Level 21. Gone tomorrow. Entschuldigung. Und Cortex ist der Boss in dieser Level. Ja. Also in der im Warp Room meine ich. So, und jetzt sind wir mehr oder weniger überpowered. Kann man da kampen? Da kann man runter. Verdammt! Warum gucke ich eigentlich nach? So, wir haben jetzt eine Fruchtbazooka. Mit L2 können wir jetzt unsere Bazooka zupfen und mit Kreisbams alles tot schießen. Damit könnten wir jetzt eigentlich hier die ganze Zeit rumballern. Und alles den Chaos machen von Weitem. Sehr schön, ne? Oh, nur 87, okay. Würde jetzt das Ding ist ein bisschen okay, ein bisschen doof zu steuern. Sie wohl eigentlich nicht, aber doch eigentlich doch. Nee, doch nicht. Ist natürlich wieder inventiert und da mag ich nicht so. So, ich glaube, den kann man mit einer Bazooka anschießen, aber nein, den muss man so angreifen. Okay. Zieh ich überhaupt das Ding hier für? Hallo. Ich brauche das nicht. Genau, 64 Level. Die werden gar nicht weniger. Die werden nicht weniger. Geht immer weiter hoch. Kann ich mich da auch ducken? Nein. Verdammt. Sehr blöde Situation. Oder Stelle im Spiel, solche Sachen auszuprobieren. So, jetzt aber, ich möchte mal weiterkommen als da. Bams. So. Große metallene Ding. Oder durch eine. Was? Habe ich gar nicht gedrückt. Große metallene Ding wurde durch eine Frucht hier zerstört. Warum nicht? Was? Ach ja, die Dinger. Nein. Jetzt geht's los. Irgendwann muss das ja anfangen. Dass ich hier aufs Maul bekomme. Jawohl. Kombo. Lass gleich nachgucken. Das sind ja ein oder zwei Edelsteine. Das muss ich überhaupt in der Nähe sein. Bams. Durch eine Frucht und dieses metallene Biest hier zur Strecke gemacht. Nein, Mann. Oh. Ich glaube, ich ziehe gleich echt meine Besucher. Ich habe die auch hierfür da, ne? Und solche Sachen hier entschärft werden. Sehr gut. Schon wieder beide getroffen. Eieiei, so, jetzt krieg ich doch hier aufs Maul. Irgendwann muss das ja passieren. Meine Güte. Nein. So, komm her hier, Bams. Du auch, Bams. Möchte meinen Checkpoint da langsam erreichen, danke. Oh Gott, das war knapp. Ja. Man kann natürlich auch Kisten kaputt machen. Kann mir das Spiel so sehr viel einfacher machen. Gut, war. So, hier muss ich irgendwie zurück anscheinend. Ja. Was?
Ich will natürlich, dass ich mir jetzt nicht Nitro-Kisten oder so gespawnt. Aber anscheinend nicht. Ach da, okay. Mein wird voll versteckt. Aber da oben fehlt noch was. Das ist das letzte Ding. Was ist das? Fehlt noch eins. Okay, wo ist der letzte? Hopp. Das ist der letzte Ding dafür. Mysteriös. Das war doof. War. Ich bin nicht wieder hier, Mann. Hey. So, mach mal das Ding gleich kalt. So, wo ist das letzte Ding, was ich aktivieren muss? Ich bin noch nicht blind, Mann. Das war jetzt doof, jetzt ist der da. Das letzte Ding dafür. Blind oder was? Oh Mann. Okay, da kann ich schon mal vergessen mit den Kisten. Ist hier irgendwo was? Weißt du, jetzt hier unnötig Zeit verschwenden, aber. So, irgendwo hier sein. I don't get it. Keine Ahnung, ich gucke irgendwie jetzt. Ich bewege mich die ganze Zeit und gucke währenddessen hier in die Umgebung rein. Das wäre nicht so eine gute Idee. Ja, ne, ich könnte auch das Ding von hier aus abschießen. Also solche Sachen fallen mir natürlich nicht ein, wenn es sein muss. Jetzt sind wir wieder an so einer Stelle gelangt, wo eine Level eine. Einen ganzen Part dauert. Wo ist das? Das, das. Das, das. Wo ist das da? Keine Ahnung, was ist. Gehen wir weiter. Nein! Oh. Son of a. Mm. Autsch. Oh, meine Leben, die gehen alle jetzt im Bach runter. Oh Mann. Das ist ja jetzt selbst mit der Bazooka. Geh ich jetzt aufs Maul. So. Okay, ist so kaputt gegangen einfach. Keine Ahnung, wo sich
das Ding befindet. Aber gehen wir weiter. So. Peace Air. Jetzt bin ich das Ding und das Ding ist gleich nicht mehr da. Also Sprungdingen. Keine Ahnung, was ist. Ich komme auch nicht mehr zurück. Wird vertagt. Ist schon mal nichts mit dem Edelstein hier. Wenn auf jeden Fall eine Kiste fehlen wird. Da wird eine Kiste stehen. Eine einzige Kiste wird da stehen. Das ist bestimmt irgendwo ganz am Anfang der Teil. Okay. Ich habe mich da eigentlich schon tot gesehen. Bin Ballon. So, jetzt wäre ich schon wieder ungeduldig, weil ich. Nein. Weil die Partlänge schon wieder. Nicht nach meinen. Wünschen eher ist. Ich werde schon wieder ungeduldig. Da muss ich natürlich wieder schnell hier durchrennen. Was natürlich sehr doof ist. Für mich. Okay. Schon wieder irgendwo. Nachmal. Hey! Lieben. Schon wieder hier backtracken. Hä? Ah, gehen wir erstmal einen Bonus holen. Was? Ich habe mich da im Spiegel gesehen. Also an der Wand. Wir schon. Dafür ist halt natürlich auch gut. Verdammt! Warum mache ich denn eigentlich noch? Ich krieg noch gar nicht mehr Edelstein. Egal. Ha. Lustig. Die wird ja dadurch die Dinge. Glaub's dann nicht. Da trifft man aber auch erst beim zweiten Mal, ne? Ja, muss ich ja. Aus dem Weg, genau aus dem Weg, aus dem Weg. Ja. Zack und zack und raus. Ja, das war knapp. Warum? Weil Level scheint gleich zu Ende zu sein. Wir haben schon 52 von 87. Sonst, solange ich nicht so ein Ding hier zum kaputt machen sehe. Okay, warum kann ich mich da sehen? Ist da durch? Nein. Oh, Checkpoint erstmal. Aua, was? Wie aua? Was ist denn das Ding? Das ist Metall, da kann man nicht, das ist rund, da kann man nicht sterben. Wenn du ausgerutscht wärst und wir das Genick gebrochen hättest, dann hätte ich das ja noch verstanden, aber nein. Mein Gott, wie brutal. So, da braucht man den grünen Edelstein. Son of a bee. Oh mein Gott. Sterb. Du auch. Wart. Okay, wart. Ja. Die riskanten Sprünge sind natürlich jetzt wieder vollkommen weg. Gepustet. So, da fehlt mir schon wieder eins. Ich muss da hier so ein Ding hier aktivieren. Hä? Wo ist denn besagtes Ding, was ich aktivieren muss?
schon 3-4 Kisten damit verfehlt. So sehe ich auch aus, ne? Oh Mann. Okay, jetzt kann ich dich damit töten anscheinend. Ich mir nein. Ah. Oh. Ärgerlich. Es ist auch egal. Fragt alle. War. Freck. Und du auch. Habe ich auch nicht dran gedacht, ne? Den jetzt mal abzuschießen einfach mal. Jetzt habe ich einen ganzen Party für diese Level gebraucht. Verdammt. Was ist denn hier los? Jetzt Spiel wird schwierig. Entschuldigung. So, raus hier. Du hast eine Sachen verpasst. Nicht glücklich. Aber egal, Part vorbei. Wird vertagt. Auf einen anderen Tag. Gone tomorrow. Da waren sogar 2. Was? 5% haben wir. 45, geil. Diesen 45% würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Wow. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.